Ermutiger zum Wochenende. Am Freitag, dem 28. Januar aus der Christuskirche Maxdorf. Herzlich willkommen und schön, dass du wieder mit dabei bist. Unsere heutige Losung, sie steht im Psalm 62, Vers 6 und lautet: Sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Unser heutiger Lehrtext aus Matthäus 11, Vers 15 fordert uns auf: Wer Ohren hat, der höre. Sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Ein ermutigendes Wort angesichts der weltweiten Corona-Krise, so ganz, als wäre es für uns und diese Zeit ausgewählt. Wir sind zu einer Untätigkeit und Isolation gezwungen, die uns verzweifeln lassen könnte. Wir alle brauchen gerade jetzt Orientierung und Ermutigung. Ein Hoffnungswort wie dieser Vers aus unserer heutigen Losung. Der große König David, bedrängt von Menschen, die es nicht gut mit ihm meinen, die ihm sogar nach dem Leben trachten und deren Worte ihm wehtun. So beschreibt er seine Situation im Psalm 62. Seine Zuversicht schwindet, sein Mut ist dahin. Aber David zieht sich nicht in ein Schneckenhaus zurück. Er beginnt diesen Psalm in Vers 2 mit einem trotzigen Bekenntnis im Angesicht seiner Feinde. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Im 6. Vers unserer Losung ändert sich der Tonfall. Angesichts seiner Feinde und der ungewissen Zukunft ist seine Seele ganz und gar nicht mehr still und hoffnungsvoll. Sie ist unruhig und sie ist aufgewühlt. Am Anfang bekennt er noch seinen festen Glaubensstandpunkt. Nach dem Blick auf seine Feinde muss er seine Seele beruhigen und sich erneut dessen vergewissern, was ihn doch hält und trägt. So dürfen auch wir, darf auch ich es tun, gerade in dieser Zeit, wo alles unsicher erscheint und niemand weiß, wie lange dieser Zustand andauern wird. Ich merke ja selbst, wie sich meine Gefühlslage von Tag zu Tag ändert. Diese Worte des Psalms helfen, meine Gedanken zu ordnen und mich neu auf Gott auszurichten. Sie tun mir gut. Ich darf mich getragen und geborgen fühlen. So darf ich diese Verse laut mitsprechen und zu meinem Gebet machen. Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Auch David wechselt mit diesen Versen seine Blickrichtung, weg von dem, was ihm die Kehle zuschnürt, hin zu dem, der alles in Händen hält, dem lebendigen Gott. Er lässt sich in die Arme des Allmächtigen fallen und macht sich ganz neu bewusst, auf wen er sich verlässt. Gott ist meine Hoffnung, meine Hilfe, mein Schutz. Aus dieser Umschreibung Gottes schöpft er neue Zuversicht, die ihn wieder neu durchatmen lässt. In dieser Zeit der sich überschlagenden Nachrichten, wo eine Extrasendung auf die nächste folgt, dürfen wir uns David zum Vorbild nehmen und den in den Blick nehmen, der uns und diese Welt in seinen Händen hält. Der Vers 9 in unserem Psalm zeigt uns den Weg. Hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Gott ist
und bleibt unsere Zuversicht. Bei ihm dürfen wir unser unruhiges Herz ausschütten. Für uns, füreinander und für unsere von Gott so geliebte Welt. Lasst uns miteinander das Lied singen. In der Stille angekommen, werd ich ruhig zum Gebet. Die Nummer 60 im Buch Neue Lieder Plus. In der Stille angekommen, werd ich ruhig zum Gebet. Große Worte sind nicht nötig, denn Gott weiß ja, wie's mir geht. Danken und loben, beten und flehen, Zeit mit Gott verbringen, die Welt mit offenen Augen sehen, reden, hören, Fragen verstehen, Zeit mit Gott verbringen. Die Welt mit seinen Augen sehen. In der Stille angekommen, leg ich meine Masken ab und ich sage Gott ganz ehrlich, was ich auf dem Herzen hab. In der Stille angekommen, schrei ich meine Angst hinaus, was mich quält und mir den Mut nimmt, all das schütt ich vor Gott aus. Danken und loben, beten und flehen, Zeit mit Gott verbringen. Die Welt mit offenen Augen sehen, reden, hören, Fragen verstehen, Zeit mit Gott verbringen, die Welt mit seinen Augen sehen. In der Stille angekommen, nehm ich dankbar, was er gibt. Ich darf zu ihm Vater sagen, weil er mich unendlich liebt. Danken und loben, bitten und flehen, Zeit mit Gott verbringen, die Welt mit offenen Augen sehen, reden, hören, Fragen verstehen, Zeit mit Gott verbringen, die Welt mit seinen Augen sehen. Jesus Christus, dir sei Dank für die Hoffnung, die du uns durch die heutige Losung geschenkt hast. Hilf auch mir, heute daraus zu leben und alle Tage daran festzuhalten. Mit deinen Worten beten wir zum Vater. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht getrost in dieses Wochenende, geleitet mit Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und gebe dir seinen Frieden. Amen.